Willkommen, liebe Zuschauer, hier im Philips-Stadion. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Könnte sehr interessant werden, Buschi. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Das ist die Chance. Geblockt, aber weiter Gefahr. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Jetzt der Eckball. Ganz knappe Sache, aber doch kein Tor. Auf der Linie können sie gerade noch retten. Na, ein bisschen Glück war dabei. Da bekommt er Unterstützung. Chance zur Führung. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Gefährlich jetzt. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Da erobert er den Ball. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Er ist der Top-Torjäger dieses FUT-Vereins, überragt einfach alle anderen, ist schon sensationell. Ausnahmespieler, und was der hier erreicht hat, das ist aller Ehren wert. Sie lassen Ball und Gegner laufen, die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Luc de Jong. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Kurze Ecke jetzt. Luc de Jong bringt er sie in Führung. Gute Aktion vom Torhüter. Eine kurze Ecke. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Ball wird abgeblockt. Ah, die Fans wollten da den Elfmeterpfiff. Das hört man deutlich. Souverän gemacht vom Torwart. Außen ist Platz. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Oh, da stören sie schon frühzeitig. Jetzt der Ballverlust hier. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder, aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Luc de Jong. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verscheckt. Viel Platz jetzt auf außen. Luc de Jong. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Die Ecke kommt rein. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Jetzt haben sie den Ball. Geht mit einem Wurf weiter. Das muss es fast sein. Ja, immer noch stehen sie da enorm unter Druck. Gut, wie er den Ball abblockt. Bei diesem Eckball wollen sie die Führung weiter ausbauen. Ecke kommt in den 16er. Macht das ganz sicher. Luc de Jong. Er holt sich den Ball. Der muss reingehen. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Mauro Junior. Schön diesen Pass abgefangen. Das könnte was werden jetzt. Kein besonders guter Abschluss. Sie holen sich den Ballbesitz. Gefährlich, der Steilpass. Den hält er natürlich. Ecke kommt in die Mitte. Erstmal geklärt. Könnte gefährlich werden. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Hartes Einsteigen, aber Vorteil. Kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Vielversprechender Steilpass. Es ist Pause im Philips Stadium. Das war's mit der ersten Hälfte. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. So, Durchgang 2 im Philipsstadion. Weiter geht's. Nur noch der Torwart vor sich.
Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Jetzt die Flanke. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Abwehr macht zu. Wir sehen das frühe Pressing. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Den fangen sie ab. Das war eine gute Chance. Die Riesenchance. Nicht das Tor. Weiter nur ein Torführung. Das kann ihnen nicht gefallen. Nee, sie ärgern sich auch. Ja, den mussten sie machen. Dann haben sie hier alles im Griff. Aber so ist Zittern angesagt. Der Befreiungsschlag. Gazzi. Luc de Jong. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Guter Zweikampf. Das sieht vielversprechend aus. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Könnte den Konter geben. Max. Ganz sichere Parade. Jetzt kommt der Wechsel. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Kurze Ecke jetzt. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Der Ball war nicht platziert genug. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet. Das ist gelb. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Er kann es machen. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Aber wir sehen's. Ballverlust. Die Fans wollen den späten Ausgleich, stehen noch mal wie ein Mann hinter dem Team. Luc de Jong. Schöner Zweikampf. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball, den hat er super gehalten. Zieht ab. Die Fahne ist oben, abseits, aber das war richtig knapp. Die gelbe Karte gibt es hier jetzt auch noch. Damit ahndet die Schiedsrichterin diese Szene gerade eben. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Und jetzt haben sie den Ball. Ja, er lauert auf den entscheidenden Pass. Na, gute Gelegenheit vielleicht, aber sie stehen ihm auf den Füßen.
Er macht zu, lässt da nichts anbrennen. Wunderbar abgetaucht. Jetzt wird hier gewechselt. Ecke kommt in den 16er. Sie bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Der Ballverlust. Mauro Junior. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Das gibt Einwurf. Es wird jetzt hier gewechselt. Gutierrez. Mauro Junior. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Das ist der Ausgleich. Ist es denn zu fassen? Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert, aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Gut gemacht. Boah, das sah natürlich nicht gut aus. Es gibt die gelbe Karte und das war grenzwertig, oder Buschi? Ja, gibt Schiris, die geben da rot. Sah fast nach Notbremse aus. Weiß sich da nicht mehr anders zu helfen. Da sind sie mit Gelb gut bedient. Freistoß gehalten, aber auch keine allzu große Aufgabe. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Gehalten, da zeigt er sein Können. Nochmal Ecke und eine gute Gelegenheit. Vielleicht fällt hier doch noch das Tor. Gute Gelegenheit. Muss Abschluss geben. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Ja, weg ist der Ball. Neunzig Minuten sind vorbei, es steht unentschieden. Chance zur Führung. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Bringt er sie in Führung. Gute Aktion vom Torhüter. Jetzt der Ballverlust hier. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Luc de Jong. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Gut, wie er den Ball abblockt. Bei diesem Eckball wollen sie die Führung weiter ausbauen. Er holt sich den Ball. Der muss reingehen. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Gefährlich, der Steilpass.
Den hält er natürlich. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Die Riesenchance. Nicht das Tor. Weiter nur ein Torführung. Das kann Ihnen nicht gefallen. Nee, Sie ärgern sich auch. Ja, den mussten Sie machen. Dann. Ganz sichere Parade. Jetzt kommt der Wechsel. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Er macht zu, lässt da nichts anbrennen. Wunderbar abgetaucht. Gutierrez. Mauro Junior. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Gut gemacht. Es gibt die gelbe Karte und das war grenzwertig, oder Buschi? Ja, gibt Schiris, die geben da rot. Gehalten, da zeigt er sein Können. Nochmal Ecke und eine gute Gelegenheit. Vielleicht.